So. Jetzt kommt Onkel Schlagi zum Einsatz. Onkel Schlagi ist einer meiner besten Freunde. Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, jetzt seit, vier Wochen. Ja, momentan leider nicht so viel Zeit zum Videos machen. Ich habe es, glaube ich, schon mal auf Instagram erzählt. Ich habe einen neuen Arbeitsplatz. Jetzt endlich wieder in Vollzeit und Schichtarbeit, was ja ein bisschen anstrengend ist und deswegen keine Lust, keine Zeit zum Schrauben. Dies, das. Heute ist Samstag. Ich habe Bock. Teile sind da, sind schon eine Weile da. Bevor ich jetzt aber sage, was wir heute machen, wir werden heute die Bremszange tauschen, hinten. Kein Kühlwasser an der Garage. Also das Kühlerdichtmittel hat schon mal seinen Zweck erfüllt. Wenn wir jetzt natürlich eine große Strecke fahren, das Kühlwasser richtig heftig auf Temperatur kommt und das Kühlsystem wieder richtig unter Druck steht, wird er trotzdem verlieren. Die Frage ist nur, ist es wenig genug, dass man noch fahren kann und einfach zwischendurch wieder Kühlwasser nachkippt? Weil ich habe jetzt so viele Sachen dran gemacht. Er hat neue Reifen vorne und hinten. Übrigens, das Hoppeln ist komplett weg. Es lag tatsächlich an den alten Reifen mit den neuen Reifen. Dunlop Scootsmart. Kein Hoppeln. Fährt sich butterweich. Sehr geil. Bin nämlich schon eine kleine Runde gefahren. Allerdings, wir haben ein Problem. Schaut mal. Jetzt fragt ihr euch, was ist da passiert? Ein kleiner Tipp. Vielleicht fällt es euch auf. Die Bremszange. Ich habe die Bremszange vergessen festzuschrauben und tja, man sieht, sie ist abgebrochen. Zum Glück die Bremszange und nicht der Halter am Motorblock. Normalerweise ist ja bei den meisten Rollern die Bremsflüssigkeit am Finger. Nein. Normalerweise ist ja die Bremse beim Roller immer hinten auf der linken Seite und hier dann am Motorblock befestigt. In dem Fall wäre mir der Halter von der Bremszange vom Motorblock abgebrochen. Das heißt, ja, der Motorblock wäre quasi im Arsch. Hier ist allerdings die Bremsscheibe auf der rechten Seite und der Bremssattel wird hier gehoben. An dieser Schwinge, die ja das Hinterrad stützt, da wird der Bremssattel gehoben. Ich hoffe, das ist nicht verbogen. Wir werden es aber sehen. Also die Bremszange ist im Arsch. Aber was noch aufgefallen ist, vielleicht sieht man es, die Bremsscheibe eiert. Ich hoffe, man sieht es im Video, die Bremsscheibe eiert. Ich denke, man kann es einigermaßen erkennen. Was bedeutet, wir brauchen auch eine neue Bremsscheibe. Ich zeige euch mal, was wir bestellt haben. Zum einen von den Schrauben für den Bremssattel. Eine ist verbogen. Die andere fehlt komplett. Deshalb habe ich neue Schrauben bestellt. Schrauben sind jetzt nicht irgendwelche Schrauben, sondern Schrauben, die für den Bremssattel sind. Die haben allerdings einen etwas größeren Kopf. Sollte aber kein Problem sein. Aber sie haben das gleiche Gewinde und die gleiche Gewindelänge. Und wir haben eine neue Bremsscheibe. Eine originale von Aprilia. Ich habe jetzt einfach bei Easy Parts eine originale bestellt, weil die hat jetzt 36 Euro gekostet und dafür kriege ich eine originale. Dann bestelle ich mir eine originale. Ich bin generell immer ein Freund davon, wenn die Mehrkosten für Originalteile nicht utopisch sind, mir lieber Originalteile zu kaufen. Das heißt nicht, dass Nachbauteile schlecht sind, aber wenn man den Roller irgendwann verkauft, sieht es immer besser aus, dass Originalteile verbaut sind. So. Das ist die neue Bremsscheibe. Normalerweise müssten wir diese jetzt mit Bremsenreiniger sauber machen. Ich habe keinen Bremsenreiniger da. Ich werde nächste Woche am Montag Bremsenreiniger bei ATU holen. Dann werde ich die noch sauber machen. Allerdings, ihr macht das bitte, wenn ihr Bremsscheiben tauscht. Die Bremsscheibe macht ihr am besten
nicht mit den Fingern, sondern ein Schraubenzieherchen halten und dann schön mit Bremsenreiniger spülen, damit das Ganze schön entfettet ist, weil da ist immer so ein bisschen ein Fettfilm, Ölfilm drauf. Keine Ahnung. Ich nehme jetzt einfach mal WD-40, das ist natürlich nicht geeignet. Es reinigt zwar WD-40, steht ja auch drauf, verdrängt Feuchtigkeit, reinigt und schützt, lockert verrostete Teile, aber beseitigt Quietschen, weil es hat halt auch eine schmierende Wirkung. Also WD-40 ist so eine Mischung aus Bremsenreiniger und gleichzeitig Öl. Keine Ahnung, wie man es sagen soll. Ist auch egal, ich werde das jetzt ein bisschen mit WD-40. So, und nächste Woche hole ich dann Bremsenreiniger, aber den habe ich jetzt nicht hier, aber jetzt extra, weil ich unter der Woche diese ganze Arbeit nicht machen kann wegen Arbeit, mache ich das jetzt am Wochenende und die Bremsscheibe mit Bremsenreiniger sauber machen, das kann ich auch, wenn die Bremsscheibe montiert ist, aber das brauche ich jetzt nicht extra im Video zeigen, aber wie gesagt, ihr macht das bitte mit Bremsenreiniger, nur ich habe den gerade nicht da. Also, hier haben wir Bremsscheibe, neue Schrauben und natürlich, was fehlt, der Bremssattel. Da habe ich mir jetzt Schrauben rausgesucht, die passen, aber die brauche ich ja nicht, weil ich habe ja passende Schrauben. Die sind sowieso zu lang und die brauche ich auch gar nicht. Und hier haben wir einen Bremssattel von TNT, ein Nachbaubremssattel. Deswegen steht hier auch keine Aprilia Lego drauf. Allerdings der Aprilia, der Originalbremssattel, kostet knappe 300 Euro. Ich habe keine Lust, 300 Euro für einen Bremssattel auszugeben. Deswegen hier ein Nachbaubremssattel, der aber auch gut sein soll. Ne? Also, habe jetzt da nichts Schlechtes drüber gelesen. Die Bremsbeläge sind die gleichen. Das sind einfach Originalbremsbeläge. Also, ne? Ganz normale Bremsbeläge. Also wenn der neue Besitzer irgendwann mal Bremsbeläge tauscht, muss er sich einfach nur einen Satz Bremsbeläge für Aprilia Leonardo kaufen, weil die passen hier auch rein. Ne? Das ist ein bisschen eine komische Technik hier. Ne? Ja, ich hole sie mal raus. So, das sind die Bremsbeläge. Ne? Hier mache ich jetzt eigentlich nicht viel, nur Kupferpaste. Bremsscheibe mal zur Seite. So. Dann sieht man ja auch den Ring, wo die Bremstrommel drauf war. Das heißt, da mache ich jetzt einfach so einen kleinen Ring drauf. Da, wo der Bremskolben drauf drückt, soll einfach verhindern, dass die Bremsen später quietschen. Reicht auch schon. Fertig, müssen das nicht übertreiben. Jetzt machen wir die wieder rein. Heben wir die mal mit dem Finger unten. So, und jetzt kommt diese Spaßspange dazwischen, die einfach nur die Glötze auseinanderdrückt. So. Der Bolzen wieder rein. Natürlich durch die Löcher. Du willst es doch auch, komm. Du willst es doch auch. Ich weiß doch, dass du es willst. Nein heißt ja und ja heißt nein. So, jawohl. Jetzt noch hier durch. So, diese Metallklammer wieder hier reinmachen. So, dann haben wir das. So, ich habe alles da. Ein Stückchen Pilz noch zum Mut machen. Nehmt auf jeden Fall Handschuhe, weil Bremsflüssigkeit ist sehr aggressiv. Sollte man auf keinen Fall ohne Handschuhe machen. Hier sieht man auch, hier ist überall schon Bremsflüssigkeit, weil ja das ganze System ist schon ausgelaufen, weil ja hier der Kolben
Na, der Bremskolben, jetzt sieht man das auch mal. Ja, das sind ja die zwei Dichtungen, jetzt kann man das ganz gut sehen. Ja, Leute, das passiert, wenn ihr dumm seid und vergesst, die Bremszange richtig anzuschrauben. Ich finde gut, dass wir das auch mal hier sehen. Was passiert, wenn man dumm ist? Manche andere YouTuber würden solche Fehler, die sie machen, gar nicht zeigen. Ich bin da aber ein bisschen anders. Ich habe kein Problem damit zu zeigen, wenn ich auch mal einen Fehler gemacht habe. Deswegen ist mir das relativ egal. Das ist aber mehr wie 6 Newtonmeter. Dann ist es ein Rechtsgewinde oder links? Das ist ein ganz normales Gewinde. Okay, Planänderung. Jetzt kommt Onkel Schlagi zum Einsatz. Onkel Schlagi ist einer meiner besten Freunde. Onkel Schlagi macht allerdings die Schraube nur auf, der macht die nicht zu. Ja. Onkel Schlagi, einfach mein bester Bro. Jetzt bitte nicht aufs Alu, wie möglich. Kackding. So. Fertig. Hoffentlich rennt er jetzt nicht gleich Kilometer. Nee, gar nicht. Es läuft gar keine Bremsflüssigkeit raus. Es ist wahrscheinlich vielleicht auch gar kein Lenk drin. Also eine Schraube, jetzt genau gucken, wie war das geschraubt. Eine Schraube vor der Leitung und eine danach. Genauso machen wir das wieder mit den neuen Schrauben. Bremssattel hat ja eigene Schrauben geliefert. Die sind auch schon so aufgesteckt. Das heißt, eine davor, eine danach und in den neuen Bremssattel rein. So. So, zu dieser Arretierung hier, genau wie es vorher auch war. Erstmal von Hand andrehen. Also das kam mir deutlich fester wie 6 Newtonmeter vor, muss ich sagen. Aber, wenn die das so schreiben, so. Den Rest, war das jetzt 12? Genau, das hier ist nur eine 12er. Jetzt mit einer 12er. Das war's schon? Ich bin skeptisch, ob das reicht. Ich mach mal 7. Ich bin skeptisch. Das kommt mir sehr, sehr wenig vor. Ich mach mal einen Newtonmeter mehr. Einen Newtonmeter mehr. Das war jetzt nicht viel mehr. Egal, wir lassen das so. Adam Riese schreibt, Adam Riese hat geschrieben. So. Ich mache an dieser Stelle mal einen kurzen Cut und mache mal schnell den Auspuff weg. Jetzt den Auspuff abmontiert. Passt soweit. Jetzt die richtige Nuss finden. Ich weiß gar nicht mehr, was war das für eine Nuss? 19. Jetzt hoffe ich, dass mein Kollege Schlagi das aufkriegt. Ansonsten müsste ich seinen großen Bruder holen. Aber ne, sein großer Bruder ist so ein dicker Breiter mit einem Kreuz von 3 Metern. Mit dem will man sich nicht unbedingt abgeben. Also deswegen nehme ich halt, versuche ich den großen Bruder ein bisschen zu vermeiden.
gerade noch. Gerade noch. So. So. Spannend. Machen wir erstmal das Hinterrad runter. Das hat echt das Schiff gleich ein bisschen scheiße. Ja. Wichtig ist ja nur, dass wir es vorsichtig drauf machen und dann machen wir es mit Scheiße. Oder? Die hat sich, wo ich die Schrauben gelöst habe, hat sich die Bremsscheibe richtig wieder zurückgezogen. Also die war auf jeden Fall übelst verzogen. So. Dann stellen wir mal auf 11 Newtonmeter ein. 11. 11 Newtonmeter machen wir jetzt mal 0. 11. So, Drehmoment eingestellt. Handratsche habe ich. Jetzt stellt ihr euch einfach vor, ich hätte Bremsenreiniger zu Hause und macht diese Bremsscheibe nochmal schön mit Bremsenreiniger sauber. Wie gesagt, ich mache das am Montag. Da hole ich mir Bremsenreiniger, aber ich habe jetzt keinen da. Aber ich will das am Wochenende machen. So. Und, können wir mal schauen, ist das hier alles sauber? Müsste sauber sein, war ja gerade eben noch eine Bremsscheibe drauf. Brauchen wir nicht viel rumschleifen, kommt wieder so drauf. So. Genauso wie die andere auch war. Jetzt holen wir uns die Schrauben. Diesmal nicht mit Kollege Schlagi, sondern mit Kollege Ratschi. Ich weiß nicht, heute habe ich eine andere Waffe. Und machen ein bisschen Schraubensicherung auf die Spitze. So. Das reicht übel. Wahrscheinlich schon zu viel. Das verteilt sich ja im ganzen Gewinde. So. Hier auch. Ich dachte schon, ich muss eine neue Tube aufmachen. Wäre es schade, wegen diesen drei Schrauben. Eine neue Tube lockt halt aufmachen. So. Hier muss ja nicht das ganze Gewinde voll klatschen, so am Ende ein bisschen reicht vollkommen aus. Das verteilt sich so oder so. Jetzt nehmen wir die Ratsche. Da habe ich leider noch einen Adapter drauf machen müssen. Schrauben zieht man immer über Kreuz an. Digga, das sind drei Schrauben. Wie soll ich drei Schrauben über Kreuz anziehen? Solche Kommentare gibt es. Ohne Witz, die gibt es. Kennt ihr das auch, dass bei euch in den Ratschekasten in eurer Werkstatt überall die 10er Nüsse fehlen? Ich habe nur noch diese großen. Okay, das kommt mir schon sehr wenig vor. Ich mache mal 15 Newtonmeter, 11 Newtonmeter, ich weiß nicht, das kommt mir alles so wenig vor. Vielleicht bin ich ein bisschen zu rabiat, aber an der Bremse, ich mache mal 15 Newtonmeter. Rein von meinem Gefühl sage ich 20 Newtonmeter. Und selbst das kommt mir noch wenig vor. 20 Newtonmeter haben wir jetzt gemacht. Im Internet heißt es 11. Ich vertraue meinem Gefühl irgendwie mehr wie dem Internet. Weiß ich nicht warum. So, die Bremsscheibe ist jetzt mit Bremsenreiniger imaginär gereinigt. Kommt wieder alles zusammen, ne? So,
kommt wieder drauf. Die hier. Und Kollege Schlagi schafft ja 120 Newtonmeter und laut Internet 100 Newtonmeter. Die Radmutter müsste also genau passen. Kollege Schlagi ist auch schon vollgeladen. Sollte also richtig im Saft stehen, hat gerade gefrühstückt. Ja. Und jetzt kommt das Wichtigste, passt die Zange drauf oder haben wir ein größeres Problem? Ja, sie passt. Jetzt passt sie. Leute, jetzt bin ich schon mal sehr, sehr happy. Happy, happy. Ich bin halt mal gespannt. Ich denke, dass es auch für viele Zuschauer interessant sein wird, die sich vielleicht einen alten Roller kaufen und keine Lust haben, jetzt den kompletten Bremssattel zu zerlegen und sich vielleicht einfach nur einen günstigen Austauschbremssattel kaufen wollen und sich halt fragen, hey, taugen die was? Weil der hat jetzt gekostet so 55 Euro inklusive Bremsbeläge und diese Schraube hier. Von TNT, wie gesagt, falls ihr euch da auch so einen Bremssattel holen wollt, TNT. Und ihr könnt dann in der Regel auch die... die originalen Bremsbeläge benutzen. Also ihr müsst dann nicht extra speziell für diesen Austauschbremssattel spezielle Bremsbeläge kaufen, sondern die sind so gemacht, dass ihr die originalen Herstellerbremsbeläge bei eurem Fahrzeug benutzen könnt. Immer erst ein bisschen die Spitze anfeuchten, bevor ihr ins Loch geht. Der ATU hat es gut gemeint und hat auf meinen Wunsch hin ein abgewinkeltes Reifenventil gemacht. Ich habe allerdings gedacht, dass sie das Reifenventil hier so in die Länge machen. Also so hinstellen. Die haben es aber rausgedreht. Gut gemeint, aber Problem ist, ich zeige das mal. So. Leider, das Reifenventil kommt an den Bremssattel. Also muss ich später versuchen, das Reifenventil zu drehen. Jo. Newtonmeter. Passt. Jetzt müssen wir eigentlich nur noch als nächstes Bremsflüssigkeit entlüften. Ich habe jetzt mal hier meine Handunterdruckpumpe hingemacht. Einfach ein Schlauch nach unten geht. Hier ein Behälter, wo das gesammelt wird, der eigentlich so stehen sollte. Im besten Fall so sollte das aussehen. Bremsflüssigkeit geht nach unten bzw. Luft. In den Behälter wird die Flüssigkeit gesammelt. Und hier können wir abpumpen. Es gibt natürlich auch elektrische Pumpen. Es gibt Pumpen, die ihr an die Pressluft anschließt. Die dann. Wichtig ist einfach nur, dass ihr hier auf diesem Schlauch permanent Unterdruck habt. Bevor ihr die Schraube aufmacht und so lange Unterdruck halten, bis ihr die Schraube wieder zumacht, dass die ganze Zeit gezogen wird. Sobald ihr hier keinen Unterdruck mehr habt, die Pumpe abschaltet oder hier die Anzeige auf Null geht,
kann die Luft, die ihr mühselig rausgezogen habt, geht einfach wieder zurück. Das ist so das wichtigste Prinzip, ob ihr das jetzt mit so einer Handpumpe macht oder mit dem Mund da dran saugt. Nein, macht das bitte nicht, das war Spaß, macht das bitte niemals. Oder mit einer elektrischen Pumpe, bleibt euch überlassen. Es gibt auch die Methode, das komplett ohne Pumpe zu machen, einfach nur mit von Handpumpen. Muss man aber eigentlich zu zweit sein und es, ja, weiß ich nicht, so ein Set kostet 30 Euro und mit dem geht's auch. Also wechseln ging immer, jetzt komplett entlüften, jetzt ist ja die komplette Bremszange voll mit Luft. Das könnte jetzt natürlich ein bisschen schwieriger werden, aber das würde man, glaube ich, von Hand nicht mehr hinkriegen, keine Ahnung. Ich kann euch nur empfehlen, weil ihr sowieso regelmäßig Bremsflüssigkeit wechseln solltet, holt euch wenigstens so ein Set mit so einer Pumpe. Da sind verschiedene Aufsätze drauf, irgendwas davon passt meistens, ansonsten mit dem Kabelbinder fixieren. Jetzt muss man natürlich auch bedenken, hier oben, diese Verbindung ist in der Regel nie zu 100% luftdicht. Das heißt, hier kann und wird wahrscheinlich auch später Luft reingezogen werden. Damit muss man leben. Also, ja, das geht nicht anders. Wichtig ist, dass ihr eine Unterdruckanzeige habt und ihr seht, ne, die Unterdruckanzeige geht wieder auf Null, obwohl alle Schläuche befestigt sind. Ganz einfach, weil halt diese Verbindungen hier, diese Verbindung und diese Verbindung einfach nicht zu 100% luftdicht ist. Ne? Also hier wird die ganze Zeit gepumpt, bis der Behälter voll ist. Da muss man halt vielleicht mal wechseln. Und hier oben wird aufgefüllt. Da ich jetzt nicht zwei Augen und zwei Hände habe, muss ich halt leider stückweise arbeiten. Das heißt, ich werde jetzt hier gleich anfangen und dann zwischendurch pausieren, zumachen und oben wieder auffüllen und hoffen, dass es oben nicht leer läuft. Bremsflüssigkeit einfach dort 4. Und jetzt geht es quasi los. Wir pumpen, machen schön Unterdruck. 0,5 Bar mehr kriege ich gar nicht hin mit dieser Handpumpe, ist halt schon scheiße. Und jetzt machen wir langsam auf. So, ihr seht, da ist Luft drin. Immer weiter pumpen, weiter pumpen, weiter pumpen. Wenn ihr zu weit aufmacht, kommt ihr halt mit dem Pumpen nicht mehr hinterher. So, zumachen. Unterdruck ist immer noch. Und nachfüllen. Hat jetzt gar nicht viel gefehlt. Können wir noch ein bisschen weitermachen. Aber immer gucken und nicht zu viel aufmachen. Zumachen. Schau. Oh, meine Hand, ne? So. Schau. Ein bisschen fehlt, nachfüllen. So. Machen wieder. Eine abgetragene Schuld an der Gesellschaft später. So, Leute, ich bin fertig. Auspuff sitzt wieder, alles sitzt. Ja, Bremsdruck ist, denke ich mal, auch okay. Geht. Würde ich sagen, war jetzt gar nicht mal so schwer. Die Bremszange, da sieht man sie noch. Ist jetzt halt keine originale, aber naja, es ist eine Hinterbremse. Also Hinterbremsen waren, denke ich, noch nie bekannt für eine übelst krasse Bremsleistung.
Mal schauen. Ne? Ich habe jetzt noch mal nach dem Kühlwasser geschaut. Kühlwasser ist auch drin. Müssen wir also nicht entlüften oder so. Nochmal nachfüllen. Da hat er jetzt gar nichts verloren. Also werde ich eventuell morgen am Sonntag, beziehungsweise heute, wenn ihr das Video seht, ist es schon Sonntag. Also wenn ihr das Video seht, werde ich mal ein bisschen rumfahren. Bremsentest machen. Boah, das wird schwierig. Ja, ich habe Badeschlappen in der Garage an. Lacht mich aus. Also, bremst schon mal so weit. Ja, und das war's mit dem Video. Bremszange tauschen bei der Aprilia Leonardo 150 ist gut gelaufen. Was die halt am Ende taugt, weiß ich nicht, werden wir sehen, aber ich denke, es wird ausreichen. Bis zum nächsten Mal, haut rein, ciao.